Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit der Console Laptop. Jo, wir waren doch beim Händler und der Händler hat uns jetzt den Herrn Drescher gewartet, den Herrn Drescher auf jeden Fall. Jo, und jetzt sind wir auf dem Weg zum Feld und jo. So. Was, liebe Bürger der Gemeinde Ebelsbach, um 12.30 Uhr findet eine Vorführung von Kuhn bei meinem Vorführfeld statt. Sie sind herzlich eingeladen, Asinger. Herr Asinger? Ja, so heiße ich. Können Sie mal jetzt herkommen? Ja. Wir brauchen noch ein paar Sachen für das neue Gemeindegebäude. Okay, und das wäre? Ja, das ist eigentlich alles auf Paletten geliefert. Also, das wären zu Pinziers und sowas gewesen. Ja, bestellen Sie schon drauf in der Landmaschine. Herr Assinger. Ja, so heiße ich. Ja, hallo, wollte nur mal Ihren Namen sagen. Nee, wann haben Sie denn mal Zeit für so einen schönen Reifenwechsel für unseren Johnny? Jetzt. Ach, shit. Ja, jetzt, das wäre doch super. Ja, dann kuppeln Sie es ab und machen wir es gleich. Machen Sie mal bitte gerade schön, ne? Ja, komm, machen Sie das mal kurz, Herr Kleiner. Nein, das ist so, jetzt drehe ich im Rückwärts vor und alle zuschauen. Nein, da habe ich Lust drauf, Alter. Das gucke ich mir extra. Oh Gott, nicht überfahren bitte. Herr Ludwig, geht's Ihnen gut? Ja, okay. Okay. Hat schon kurz Angst, aber ja. Geht noch. Bisschen zu hier, ne? Ja, jetzt geh ich mal hier hin, dann öffnet sich die Asinge Landmaschinen-App, dann kannst du die Reifen raussuchen, die du willst. Jo. Warte mal wegen rückwärts, ne? Hallo, können Sie hier bitte mal. Lassen Sie mal den Anhänger stehen, bitte. Herr Ludwig, was brauchen wir für den? Breitreifen ja, mit oder? Gewichte oder nur Breitreifen? Ne, ich würde sagen Breitreifen. Dann machen Sie mal bitte die Bordwände auf. Ja, ja. Oh, direkt erschlagen hier von der Bordwand. Mann. Die Seite reicht, oder? Ja, vielleicht nicht. Oi, da ist er doch endlich mal wieder in normalen Reifen, ne? Ja, ist halt wirklich so. Ja, ist auch besser so. Ja. Ja, Entschuldigung, ich kann nicht mit der Herr Bezieht-Dings... Hallo, ja, da, du hast was falsch gemacht. Du hast irgendwie die Fronthydraulik abgebaut, Kollege. Ich glaube, der Katalog stimmt. Ja, der Katalog, ne? Das ist der Nachteil an der Technik, du. Kleiner, du schuldest mir immer noch 10.000 Euro, gell? Ja, vielleicht nochmal gegen die Maschine fahren. Das ist schön verzieht. Aha. Was wollten ihr mit Zuckerrohr eigentlich? Das sind nur die Planen, die da drüber sind. Das sind eigentlich Sachen fürs neue Gemeindegebäude. Ach so, das ist so versteckt. Ah, da drin sind eigentlich verbotene Sachen. Nee, das PC und sowas. Ja. Dabei. Und ein bisschen Zuckerrohr ist für zwischendurch, oder? Nee, das ist wie gesagt immer nur die Plane. Ja, und da drunter sind halt noch so Styropor-Dinger, die sehr ausschauen wie so. Gut, ich würde sagen, wir fahren mal, ne? Schönen Tag. Jalla, Abfahrt. Ja, Ludwig. Ja. Würde ich mal einen Tipp geben? Gibt's mal den Mitarbeiter einen Kurs im Rückwärtsfahren beim Drehschirm? Ja. Denke ich drüber nach. So. Würde es sogar die Stadt sein? Und Herr Huber! Ja. Und Sie brauchen nochmal einen Führerschein im Kran fahren. Ja, ich hab grad mit Ihren Drehschirm im LKW rückwärts gefahren. Mit dem LKW? Oh, ein Vogel. Was? Hab das gehört, Kollege. So. Hören Sie auf zu hupen, jo? Einmal sowas bekommt zu Ihnen, ja. Alter, wenn der jetzt nochmal da hinten hupt, Alter, dann ist aber finster. Mensch, Höchstgeschwindigkeit ist da. Mhm. Wie
grüße euch. Ich auch so. Aufnahme. Herr Ludwig, fahren Sie nicht so schnell. Mensch, das sind 30 km/h. Jetzt wieder 25, das war der gute Berg. Ich fahre ihn richtig hier weg, ne? Sie kommen kaum hinterher. Ach nee, du. Hallo. Hallo. Ja. Guten Tag. Herr Heribert. Ich habe noch eine kurze Frage. Gerne. Sie bekommen ja Geris aus der BGA raus. Ja, da wollte ich fragen, weil wir jetzt 275.000, das ist auch die genaue Zahl, 275.000 Liter bei Ihnen abliefern, ob wir dann die Gärrisse davon benutzen dürfen. Einfach so gratis oder wie, oder was? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Könnte ich machen? Das wäre ganz schön, weil wir haben uns jetzt so einen Vorführer hier als Güllefass mal geholt und für unsere Flächen wäre das ganz gut, wenn wir die vielleicht benutzen dürfen, weil die kippen sie rein, kriegen ein bisschen Gewinn auch alles raus und dann vielleicht die Gärrisse so benutzen dürfen. Außer sie brauchen so viel Gärrisse, das weiß ich natürlich nicht. Ja, wir sagen es mal so, die ersten 2 Fuhren sind gratis. Danach vielleicht so ein ganz bisschen Geld. Wie viel denn circa? Also nicht viel eigentlich. Ist ja nicht viel wert, so ein Gärrisse, ne? Ja, ja. Ja, dann machen wir das so. Ja. Weil für unsere 3 Wiesenflächen, ja, brauchen wir vielleicht 4, 5, 6 Touren oder so. Ich weiß nicht, wie viel, das kann ich nicht abschätzen. Ja. Aber würde das dann so klar gehen oder was? Aber ja, ich würde ja Ihnen sowieso nochmal vorher Bescheid sagen. Ja, dann passt das. Dann bis dann. Ja. Ciao. Da haben wir was gehört, ey. Frechheit, ne? Der will seine Gärreste gratis haben. Ja, ja, aber ist der Bus. Ein paar Touren kann er gratis haben. Was? Brauchen wir nicht die Gärreste? Doch, die bauen wir dann zum Düngen. Ja, aber so viel Gärreste brauchen wir nicht. Na, das auch nicht. Ah, das ist das Feld. Oh, hier, da ist schon ein bisschen was. Ja. Sieht ganz gut aus, ne? Mhm. So, und das Feld sieht auch nicht ganz so steil aus auf dem ersten Blick. Na. Doch mal, da kommen wir gut durch. Aber das ist schon ein großes Feld, ne? Ja, für den kleinen Brecher schon. Ich glaube, hier werden wir gut Geld verdienen. Ja. So. Dann klappen wir aus. So. Oder wollen Sie drechen? Können Sie auch entfernen? Na, passt schon. Ich schaue Ihnen ein bisschen zu. Oh ja. Sie tanken mich ab. Jo. Herr Ludwig. Sagen Sie mal, was so ein Plan ist. Ja, von was? Was wir so als nächstes machen. Finanziell gesehen wird also ja, was bekommen. Genau. Ah, ja, ja. Also erstmal gucken wir natürlich, dass es mit der BGA dann wieder läuft. Ja. Da sollten wir dann auch Geld rausbekommen und ich würde sagen, weil wir haben ja einen Schweinehof, da wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dass wir dann bald mal Schweine haben. Ja, das wäre eine nächste Investition. Aber ich würde sagen, dass wir diese vor Soja wohnen, die man noch verkaufen. Weil für die Schweine so teures Soja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Mhm. Ich gebe unser Schwein dann lieber Raps oder so. Ich schaue einmal kurz die Preise an. So. Ja, wenn der Preis jetzt gerade grottenhaft ist, dann würde ich da lang behalten müssen. 1600 pro 1000 Liter. Das ist doch ein schöner Preis, oder? Jo.
Bei wem denn? 1600 bei Raiffeisenmarkt. Mensch, der Raiffeisen. Immer gute Antwort, oder? Mhm. Da hinten ist ein bisschen staubig. Ja. 2 Meter weiter hinten ist dann aber erst recht staubig. Ja, scheint ganz gut gedüngt zu sein, das Feld hier, muss ich sagen. Ist der Korntank schon voll? Nee, noch nicht, aber schon 15%. Ah, schon. So, dann schauen wir mal kurz. Ich würde sagen, auf dem Feld mache ich die Rundumleuchten noch aus, ne? Ja. So, dann... Kredit haben wir auch noch, Herr Kollege. 455.000. Ja. Ich versuche immer so viel Kredit wie möglich zurückzuzahlen. Ja. Das ist sehr gut. So schnell wie möglich. Mit dem Geld, was wir hier mit verdienen, wird auch größtenteils Kredit abgezahlt. Mhm. Finden Sie, dass wichtiger ist, dass wir erstmal unseren Kredit komplett abbezahlen können oder dass wir eher uns erstmal einen besseren Drescher kaufen? Es ist beides gut. Zuerst einmal die Schulden loswerden und dann mal was kaufen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Wo steht denn jetzt eigentlich unser Johnny mit dem Anhänger? Da vorne. Soll ich ihn schon holen? 25% haben wir schon. Mhm. Ich würde sagen, ich komme gleich einfach, wenn die Runde hier fertig ist, ja, oder? Gut, aber wir bekommen gerade unseren Drescher wieder zu spüren hier. Schön mit 2 km/h den Berg hoch. Jetzt geht's, oder? 3, 4, 5. Also da erzählen wir Greta nichts von. Nein. Da wissen wir davon nichts. Was muss, das muss. Ja, jetzt geht er wieder. Das ist ja schon ein altes Teil, das der Drescher hier, nicht? Mhm. Aber ich meine irgendwie, dass Erwartungen sehr oft drauf. Der Verschleiß ist irgendwie langsam hoch bei so einem alten Teil, ne? Ja. Ich glaube, langsam brauchen wir wirklich oder bessere Alternative. Ich würde sagen, wir tanken mal kurz ab, oder? 30% sind ja immerhin schon. So. Ist das Rohr wohl lang genug für den Anhänger? Ja, doch, das passt. Fahren Sie noch ein Stückchen vor dann? Ja, warte mal, nehme ich das ja noch mit. Gott, vorsichtig. So, während dem Fahren oder immer stehen dann? Oh, bleiben Sie mal stehen. Oh Gott. Brauch ein bisschen mehr Abstand hier. So passt das. Jo. Jo. Jo, dann machen wir die Bahn noch fertig, dann kann ich vielleicht einmal ein paar Runden fahren. Ja, gerne. Jo. So.
schauen wir mal, durch einmal da. Na, was ist denn da? Da, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.